Die Mission 2038 hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche im Strukturwandel zu beteiligen. Eine Form ist heute hier dieses Jugendmeeting, weil mit der Entscheidung, aus der Kohle zu gehen und die Kraftwerke zu schließen, steht die Lausitz vor einer großen Herausforderung. Und nicht nur, dass damit Arbeitsplätze wegfallen, sondern es verändert sich Gesellschaft. Hier müssen Kinder und Jugendliche auf jeden Fall mitgestalten und mitbestimmen, weil das deren Zukunft ist, über die jetzt entschieden wird. Es ist ganz wichtig, dass auch schon die Jugend ihre Ideen mit einbringt. Und hier ist auf jeden Fall eine Plattform dafür. Mit geballter Power der Jugend schafft man das garantiert. Also es gibt viele Jugendinitiativen und Gruppen, die sich engagieren, aber man hat das Gefühl, die werden noch gar nicht richtig wahrgenommen. Deswegen finde ich es wichtig, dass man sich hier in solchen Gruppen zusammenfindet, den Austausch sucht und vielleicht auch mit einer starken Stimme an die höheren Stellen herantritt. Ich hoffe, dass viele neue, interessante Ideen aufkommen werden, die man dann auf längere Zeit ausarbeiten kann und umsetzen kann. Dass halt für die Leute, die hier noch länger wohnen, dass es schöner wird und spannender, freizeitmäßig oder generell. Ja, dass man vielleicht auch einen Grund hat, nicht aus Weißwasser wegzuziehen, dass man hier bleiben kann. Ich finde, wir meckern viel zu viel rum und wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, was sind die positiven Dinge und wie kann sich jeder Einzelne einbringen, um die Gegend positiver zu gestalten, auch toleranter zu gestalten. Wir freuen uns erstmal, dass ihr alle da seid. Total super. Jugendmeeting, Jugendkonferenz, Jugend gestaltet Lausitz. Strukturwandel, alles Themen. Wir haben 2.500 Euro für euch, wollen mit euch ins Gespräch kommen, euch Projekte ermöglichen, euch bei der Umsetzung unterstützen und auf der anderen Seite die Erwachsenen mal durchrütteln und sagen, wenn ihr eine zukunftsfähige Lausitz wollt, dann müsst ihr auch eure Jugendlichen einbeziehen, sonst sind die nämlich irgendwann weg. Wir hören zu wenig auf die Jugendlichen. Das ist das große Problem. Ne? Wir denken in die Zukunft als Erwachsene und vergessen, die Kinder und Jugendlichen mitzunehmen, weil eigentlich die Zukunft gehört denen und nicht mehr uns unbedingt. Es ist eine gewisse Aufbruchstimmung da. Man hat Möglichkeiten, etwas zu verändern, man hat Möglichkeiten, sich einzubringen. Die Idee ist, dass man einen Jugendstadtrat aufstellt, der sich, wie der Name schon sagt, aus Jugendlichen zusammensetzt, der eine beratende oder auch eine repräsentative Funktion für die Jugend hat und hier den Stadtrat Fragen stellen kann, aber auch beraten kann. Jetzt gerade in Weißwasser und auch Umgebung, wie kann man weitere Ideen einbringen, um sich selber in seinem Ort wohlzufühlen und dort eben gern zu leben? Es ist einfach wichtig, dass die Meinung von den Jugendlichen angehört wird und einfach auch damit der Stadtrat auch weiß, was die Jugendlichen davon halten und nicht nur die Erwachsenen. Einmal geht es um eine Jugendinitiative Jugendwandelstrukturen und eine Plattform für jugendgerechte Kommunikation, wo Angebote, die im Strukturwandel bestehen, für die Jugend in jugendgerechte Sprache umgesetzt werden. Wenn Jugendliche das machen für Jugendliche, dann kommt das halt mit einer super frischen Motivation und mit Begeisterung rüber. Dann hat man halt gleich viel mehr Lust, sich zu engagieren. Unsere Idee ist, dass wir mehr Freizeitmöglichkeiten hierher kriegen in die Umgebung, dass die Jugendlichen einen Grund haben, hier mehr Zeit zu verbringen und nicht in größere Städte zu reisen. In Kromlau gab es eine Minigolfanlage, die hat aber zugemacht und da stehen halt die Teile draußen rum und verwittern halt leider. Die wollen wir wieder verwenden, wieder frisch machen und dann wollen wir das vielleicht hier auf das Telux-Gelände bauen. Da habe ich schon mal mit dem Chef von der Telux geredet. Der ist auch begeistert von der Idee. Es ist sehr erstaunlich zu beobachten, wie konkret und sehr fokussiert die jungen Menschen hier schon in jungen Jahren ihre Ideen formulieren und auch ganz genau formulieren, was sie denn sich selbst hier für die Zukunft vorstellen und selber da auch mitwirken möchten. Diese Projekte bilden eben das ab, wie Jugendliche drauf sind. Ne? Also eben dieses Konkrete der Jugendstadtrat, die wirklich hier in diesem Ort einwirken wollen. Und dann aber auch nochmal so dieses, das ist ein Strukturwandel, wir brauchen eigentlich eine jugendgerechte Kommunikation darüber. Eine Plattform zu schaffen, die jugendaffin ist, um sich eben auszutauschen. Was ich daran so toll finde, ist, dass es da eben keine Landesgrenze gibt. Die junge Menschen nehmen die Lausitz als Einheit wahr und nicht die Brandenburger Seite und die Sachsen, sondern die, für die ist das eine Lausitz. Und dass sie so für ihre Region brennen. Das ist immer wieder irgendwie krass. Also mir gefällt es persönlich sehr gut. Und in der Pause, also ich habe gerade mit den ganzen Leuten gesprochen, mich ein bisschen mit denen verständigt, näher kennengelernt, ein bisschen ausgetauscht. Von den vier Grundideen, was jetzt nun am Ende wirklich dadurch entstanden ist und ob man es umsetzen kann, wie wir es umsetzen und wie es damit weitergeht.
Wir haben ja nachher dann eine kleine Präsentation. Da wollen wir das natürlich nochmal ein bisschen anschaulich gestalten mit so kurzen Stichwörtern, damit wir auch im Gedanken bleiben. Wir haben ja die Möglichkeit, auch Fördergeld mit in den Ring zu geben und werden mit Ihnen in der Schlussphase jetzt darüber diskutieren, welche Idee wie viel Geld bekommt. Hängt natürlich auch davon ab, wie viel Geld braucht jede Idee zur Umsetzung. Die nächsten, bitte. Was wollen wir machen? Also wir wollen zum einen Aufklärung betreiben, in jugendgerechter Weise, was der Strukturwandel bedeutet, welche Chancen und Möglichkeiten er bietet, welche Akteure daran beteiligt sind, Ideen sammeln, durch Workshops, durch Treffen, die Vernetzung herstellen mit Jugendlichen und Politikern. Unser Thema ist vom Minigolf zu Freizeitaktivitäten gewechselt. Kino oder Geocaching, alles was man so halt in der Freizeit machen kann. Wir wollen Angebote, die es hier in der Lausitz gibt, aus Kunst, Kultur oder einfach von der Region, auf Plattformen, welche die Jugend nutzt, rüberbringen. Das ist zum Beispiel Instagram, TikTok oder auch Facebook. Was man zum Beispiel braucht, eine Kamera, eine Tontechnik, das sind ungefähr 1.000 Euro. Wir hatten das Thema Jugendstadtrat, hat der Oberbürgermeister schon signalisiert, dass man das unkompliziert regeln kann, dass man so einen A5-Flyer in die Schulen reingibt und damit zeigt, worum geht's, was haben wir vor, wann und wo treffen wir uns. Also das ist tatsächlich das erste Mal in der Mission 2038, dass alle Projektideen, die eingebracht werden, umgesetzt werden und wir alles finanzieren können. Die Präsentation hat ziemlich gut geklappt. Wir haben ja am Ende 1.000 Euro abgesahnt und es war auch mega spannend, die anderen Projekte zu sehen. Also es war ein rundum gelungener Tag. Ich fand es eigentlich super. Dafür, dass ich hierher gekommen bin, also ich, zu gucken, was passiert, fand ich, dass wir ziemlich weit gekommen sind. Und krass, wie schnell wir eigentlich so neue Menschen kennengelernt haben. Die Hauptsache ist natürlich, dass wir unsere Idee vorgestellt haben. Ich glaube, das haben wir echt gut hinbekommen. Ja, wenn da zwei Leas am Werk sind, dann wird das auf jeden Fall gut, ne? Das war wirklich, ich finde das so ein cooles Projekt und ich bin auch liebend gern wieder dabei. Und das hat so Spaß gemacht. Ich finde es einfach so geil, was hier heute war.